sind wir am Flughafen in der Raucherzone. Michaela raucht nicht, aber es macht nichts. Vielleicht fängt sie ja noch an damit. Sie haben mich ausgesetzt. Oh, warte mal. Kein guter Start. Sie haben mich ausgesetzt. Ich bin ja auch schon eine Weile hier, bin ja jetzt ein bisschen brauner. Normalerweise würde ich sagen, wir machen heute einen Spaziergang. Ich wurde hier ausgesetzt, mitten in den Bergen. Sag mal irgendwas, wir gehen jetzt mal weiter in die... Ich muss nur gucken, hinter mir kommen jetzt gerade zwei Frauen, die will ich natürlich nicht drauf haben. Ja, das, das ist dann halt so gesagt. Suppe müssen wir, also das... Aber er will das putzen auch noch. Das merkst du doch. Links einlenken auf die Straße. Ich denke dran, dass hier auch ein Stein ist. Ich weiß nicht, ob ich da über dich oder über den Stein fahre. Der Stein schreit nicht. Links rum. Wo ist der Schlüssel? Was ist denn? Der Schlüssel, der Autoschlüssel. Ja, ja, es dauert. Ton Oman 0042. Soweit sind wir schon. Nicht schlecht. Und wenn du magst. Miguel, du musst einmal ganz weg. Ja. Ganz. Vor allem, da geht's auch echt runter. Oh, you mean so close to the ledge? Ja. Yeah. Oh no. Ja. Perfekt. Aber es ging die Sonne. Na, ist egal, wir probieren es einfach. Probieren, sonst machen wir es tot. Ist egal, wir laufen. So, wir fahren jetzt wieder raus aus der Unterkette. Man kann natürlich auch sagen, wir fahren rein in die Al-Hutta Cave, je nachdem, wofür das Material dann verwendet wird. Wenn ich jetzt noch nach Hand komme, haben wir ein Problem. Was das Gute ist? Man sieht keinen Bauch. Man sieht auch nicht, was man mit Sicht macht.
Aber wenn ich mir die Profil zeige, dann... Das sieht aber sehr schmal aus. Das ist eine gute Idee. Sie haben mich wieder ausgesetzt. Ich konnte nicht mitfahren. Boah, da brauche ich ja 4 Jahre Sauerstoffzelt. Michael, beeil dich mal. Da hinten ist doch die ganze Wüste voll. Ja. Gefällt dir nicht, oder? Ja. Wir haben auch einen großen Resonanzkörper, ne? Sauer, du. Ärger nicht mein Kamel. Ein kleinen Klaps auf dem Hinterkopf, mal sehen, was passiert. Sie haben mich hier ausgesetzt. Stefan, mach mal eine Haltung, die irgendwie aussieht, als ob du da wie ein Mann drauf sitzt. Wie ein Putin. Perfectly. Thank you. Okay. Oh, Bauch reinziehen. Nur Muskeln und Samenstränge gleiten hier hoch über den Stein. Da kommt was Gelbes zum Vorschein. Hallo, wir sind hier auf der Fatah Al-Khair, dem ältesten Museumsschiff Omans. Bla bla bla. Hallihallo, hallöle. Hallihallo, wir sind hier auf der Fatah Al-Khair, der ältesten omanischen Dau. Hallihallo, wir sind hier auf der Fatah Al-Khair. Hey, warte mal, du musst doch nicht Hallihallo sagen dahin. Hm? Ich kann nicht mehr länger hochhalten. Nochmal. Hallo, wir sind hier auf der Fatah Al-Khair, dem ältesten Museumsschiff. Guck mal, das gibt's doch nicht. Hallo, wir sind hier auf der Fatah Al-Khair, der ältesten Museumsdau Omans. Jetzt hat's gepasst. Ja.
Weg durch. Ja, was denn? Läuft ja. Aber jetzt habe ich es so langsam geschafft. Inzwischen ist es auch warm geworden. 29, 30 Grad. Oh, da habe ich sie ja gefunden. Ach, die essen schon. Ja. Da kommt er mal an. Greif zu, ist es noch was da? Nur wenn es warm ist. Also wie man sieht, die Sonne ist aufgegangen und die Welt ist noch heller geworden.